Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Pokémon Weiß 2, hier dran und schon wieder. Im letzten Teil haben wir in den Pokéwood Studios ein bisschen was übers Filmemachen gelernt. Ich durfte mich auch mal beweisen und ach je, das habe ich total vergessen. Das ist ja auch noch eine Sache, ist dieses neue Team Blasma und ja, eine kleine Information, ich weiß nicht, ob es auffallen wird oder nicht, aber der Adapter für meinen Controller, mit dem ich normalerweise hier spiele, hat leider den Geist aufgegeben und deshalb musste ich jetzt auf Tastatur umsteigen, bis ich einen Ersatz habe. Ich hoffe mal, dass es alles funktioniert. Ich hoffe, dass ich alles richtig eingestellt habe und nun gut. Wenn ich also ein bisschen unbeholfen wirke, dann liegt es deshalb. Jo, der liebe Wolf, was ist denn hier los? Also, jetzt bin ich gleich in die Mitte, gleich in der Party. Ihr seid ihr etwa von Team Plasma? Richtig, wir sind Team Plasma. Vor 2 Jahren wurden wir von dem Mann, den wir als König und Held verehrten, verraten und unser Plan, die Herrschaft über einer zu erringen, scheiterte. Aber wir geben nicht auf. Niemals. Wir haben schon angefangen, einen neuen Plan in die Tat umzusetzen. Halt die Klappe! Oh. Er sagt das, was wir alle denken. Ihr redet immer davon, dass ihr die Pokémon befreien wollt, aber dabei seid ihr nichts weiter als Pokémon-Diebe. Ihr seid das Letzte. Denkt ja nicht, dass ich euch das verzeihen werde. Erst wurden wir auf dem Hof von einem Yogglef gejagt. Und jetzt auch noch das. Mir reicht es langsam. Achso, das da oben ist eine Frau. Naja, was soll's. Immerhin können wir diesem Trainer seine Pokémon klauen. Dann mal los, liebe Kinderchen. Greift an, wenn ihr bereit seid. Ha, schön, ihr Wolf mit Pose, haha. Euren neuen Plan werde ich zunichte machen. Ich werde Team Plasma niemals verzeihen. Was ist passiert? Ich weiß es schon. Reden wir erstmal mit den beiden. Mal sehen. So, wenn ich bereit bin, hier ist es ja. Hey, Jovo, hilf mit. Nö. Naja, ich muss, ansonsten geht die Story nicht weiter. Ihr elenden Pokémon-Diebe. Wisst ihr, ich sag mal so, ist es wirklich ein Spoiler? Es hat damit zu tun, dass ihm und seiner Familie und einem Pokémon etwas vorgefallen ist, ja? Und ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass wenn jemanden den Haustieren von dem lieben Wolf etwas tun würde, ich denke, er würde auch so ähnlich reagieren. Also jetzt mit diesem nicht du Abschaum und so, aber er würde ihm halt auch klar machen, dass er ihm das nicht einfach durchkommen lässt, das wollte ich sagen. So. Ich bin bereit. Was? Bildest du dir etwa ein, dass du gegen mich gewinnen kannst? Naja, die anderen zwei sind beschäftigt, also muss ich mich mit dir begnügen. Jo, kann ich. Haha, ich werde mir dein Pokémon greifen. Es wird mir gute Dienste bei unseren Weltherrschaftsplänen leisten. Ja, jetzt wollen sie es zumindest nicht mehr vertuschen. Sie wollen die Pokémon klauen. Sie wollen die Weltherrschaft an sich reißen. Jo. Und du willst mir mit einem Pokémon mein ganzes Team hier abluchsen. Vergiss es und dann hast du nur Nagelotz. Ein einfaches, simples Nagelotz. Level 14. Na gut, ist ein bisschen größer, muss ich schon sagen. Aber mit meinem voll neu entwickelten Suimaru und seinem Zertrümmerer. Komm mal auf hier, Kabuschki. Da werden hier gleich mal. Ach du liebes bisschen. Die Nüsse geknackt. Die Nüsse im Schritt. Aje. Und das war's gewesen. Plasma! Ich habe verloren. Oh nein. So einfach kann das gehen. So schnell. Oh ja. Rückzug. Okay, jetzt redet der Mittlere. Also die Obere, da sieht man ja an den Haaren, die sind kürzer, das ist eine Frau. Das kann nicht sein. Wir haben gegen Kinder verloren. Hey. Ich glaube, wir sind mindestens 15. Wir sind schon Teenager. Also. Mist. Lass uns abhauen. Away, blast my way. Pah. Was für schlechte Verlierer. Wir teilen uns auf. Ihr sollt auf Route 20. Aha. Was? Wenn ich verloren hätte, hätten sie mir meine geliebten Pokémon weggenommen. Ich danke euch. Hier, nehmt das. Daher kriegen wir den Zerschneider. Aha. Das ist eine VM. Sie enthält die Attacke Zerschneider. Woran siehst du das? Da ist ein Label, ein Aufkleber, da steht Zerschneider. Ein Pokémon, das der Schneider gelernt hat, kann damit außerhalb eines Kampfes kleine Bäume fällen, die dir im Weg sind. Oh, aber anstatt hier zu plaudern, sollten wir lieber Team Plasma verfolgen. Komm, wir suchen getrennt Route 20 nach diesen Schocken ab. Okay, ich bin schon. Ich folge, ich eile, ich fliege.
Ja, wo sind der Wolf hin? Dahin, wo der Toro unterwegs ist. Route 20. Und ganz ehrlich, das liegt uns so in der Vergangenheit, ich kann mich gar nicht mehr an diesen Teil erinnern, also dass wir die suchen. Ich dachte, wir werden jetzt einfach nur wieder zum... Ah ja, doch, die Musik hat sich verändert. Wo sind die? Wo sind die? Die haben mich irgendwo versteckt. Ja, wo? Hier? Nö, nicht doch. Wo sind die Gesellen? Hast du was gefunden? Sieh du dich bitte auch auf Route 20 um. Mach ich doch, mach ich doch, mach ich doch. Hier ist doch überall Route 20. Okay, hier ist nicht mehr Route 20. Wo sind die Typen? Die sind hier. Da ist einer. Mensch, aufdringendes Gehabe kann ich echt gar nicht haben. Gehabe kannst du nicht haben? Oh, aber ich gebe doch gerne. Es war doch Weihnachten, die Zeit des Gebens, und ich werde dir eine schöne Abreibung geben. Echt, ich weiß, es sind Rüpel, in Anführungsstrichen, aber dennoch könnten sie ihnen vielleicht mehr als ein Pokémon geben und mehr als ein. Und mehr als solche einfachen Pokémon? Weil das ist ein Unlichttyp, das ist jetzt auch mit Zertrümmerer. Schwups, schwups, aus die Maus. Oh, doch nicht. Doch nicht ganz. Ja. Kommt mir vor, da läuft es um einiges flüssiger wieder. Keine Ahnung warum. Ich glaube, die Musik ist an sich ist einfach ziemlich schnell, oder? Dieses. So, das war's gewesen. Plasma! Du voll lauter Dreckesuch. Pah! Dreckesuch. Ich bin schon mindestens 5 Käse hoch. Also eigentlich habe ich gar nichts davon, dass ich hierher geflüchtet bin. Denn hier ist niemand von meinem Team. Ich muss an einen Ort im Meeresnähe. In diesem Sinne, ich flüchte aufs Neue. Leb wohl, Fabutro City. Wieso bist du überhaupt genau? Warum ist sie hierher gerannt? Hier war eine Sackgasse. Das waren wohl alle, hä? Also im Weglaufen sind die ja echte Weltmeister. Aber sie hat da eben was sehr Interessantes gesagt. Offensichtlich reisen sie per Schiff. Oh, Leute im Piratenoutfit reisen per Schiff. Wer hätte das kommen gesehen? Der von hier aus nächstgelegene Hafen ist in Stratos City. Dann machen wir uns mal auf die Suche. Auf die Suche, bitte. Ah ja. Na gut, wir werden ja... Also jetzt geht's. Wir werden ja so oder so nach Stratos City gegangen, aber in den Arenen. Aber jetzt haben wir auch einen anderen Grund. Der Böse muss aufgehalten werden. Hoppala. Genauso wie die bösen Rübsen meinen Magen verlassen müssen. So. Hier seht ihr es ja schön, ich tue es am 31. Dezember aufnehmen, also kurz vorm neuen Jahr. Obwohl ich im letzten Mal dann schon gesagt habe, frohes neues Jahr, weil einfach die... Ja, ich sag ja, wibbly wobbly timey wimey stuff. Schöne Sache, schöne Sache. Da tut es im Hirn weh, wenn man das nicht verarbeiten kann. Ah, jetzt, genau das hatte ich noch in Erinnerung, das Gespräch. Also dieser Film, der hat mir durchaus gefallen. Du hast ihn dir angesehen? Das war so eine Sache mit dem Film. Ich war so aufgeregt, dass ich gar nicht richtig in meine Rolle als Riolemann hineingefunden habe. Damit werde ich niemanden begeistern. Hey, Kopf hoch. Du kannst es ja neben deiner Arbeit als Kapitän nochmal versuchen. Solange du niemanden Unannehmlichkeiten bereitest, werde ich auch nicht wütend. Ich weiß allerdings nicht, wie die Leute von Pokéworld darüber denken. Entschuldigung, ich wollte nicht lauschen. Oh, hast du das gesehen? Ich hab's gehört. Wie es aussieht, sind alle Mitglieder von Team Plasma abgehauen. Irgendwie fühle ich mich dadurch aber nicht besser. Naja, wenigstens sind sie weg. Damit müssen wir uns wohl zufrieden geben. Hey, niemals! Ach ja, auch wenn das ein ganz schönes Durcheinander war, kann man da wir jetzt mit dem Schiff nach Stratos City fahren. Das sind gute Nachrichten. Kapitän. Also gut, ich werde als Kapitän mein Bestes geben. Ich werde alle begeistern, indem ich mit meinem Schiff die tosenden Wellen durchflüge. Ja, das wollen wir sehen. Das ist ein selbstbewusster Captain. Ah. Der Wolf ist auch wieder da? Du bist auf dem Weg nach Stratos City, oder? Ah, yep. Ich werde nach Team Plasma suchen. Die können was erleben. Hey Kapitän, lass mal das Schiff sehen. Auf das du so stolz bist. Ausgezeichnet. Dann hier entlang, bitte. Oh, Moment, ich hätte vielleicht noch mit den Leuten reden sollen. Naja, ich werde so oder so wieder hinkommen. Eine Seefahrt ist lustig, eine Seefahrt ist schön. Da kann man von weit hin große
Häuserschluchten sehen. Holla, 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 hier, 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 oh. Eine schöne Überleitung. Ach, ein vertrautes Örtchen, Stratos City, du hast mich wieder. Verehrte Gäste, willkommen in Stratos City. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Überfahrt. Das ist also Stratos City. Die Stadt ist ja viel größer, als ich dachte. Aber das spielt keine Rolle. Diese Kerle von Team Plasma können sich noch so gut verstecken wie... So gut verstecken. Mir entwischen sie nicht. Hey Jovo, lass uns unsere Kontaktdaten... Habe ich es richtig ausgesprochen, im Visocaster registrieren. Sonst verlieren wir uns noch aus den Augen. Diese Stadt ist schließlich ein anderes Kaliber als Aventura City. Na, da hat er sogar recht. Darauf wäre ich nicht gekommen. Ein Segelschiff? Wie seltsam. Wer baut denn heutzutage noch so etwas? Yo. Dir ist es aufgefallen. Vielleicht sollten wir es untersuchen. Oh, eine Hairdropper. Praktisch. Das kann man dem Attackenhelfer geben und dann kann man ein Pokémon eine alte Attacke wieder beibringen. Wenn mir das Wasser bis zum Hals steht und ich vor Wut einfach losholen könnte, wende ich mich zum Meer und schreie mir den ganzen Zorn aus dem Leib. Das ist. Und genau das sagt sie auch im ersten Teil. Das ist auch wieder jetzt dieser Rückfall, also nicht Rückfall, dieser Sprung wieder zum alten Spiel. Was hat es wohl mit diesem altmodischen schwarzen Schiff auf sich? Altmodisch? Schwarz? Haben wir nicht schon mal jemanden altmodisches Schwarzes gesehen? Hä? Wie kommt ihr sicher drauf? Ihr wisst es schon. Willkommen auf zur heiteren Schnitzeljagd durch Stratos City. Schnitzeljagd? Moment, hier wird. Ist es wieder Schnitt? Jagdschnitzelsaison? Hoffentlich gibt's Pommes dazu. Du bist zum ersten Mal hier, hab ich recht? Ausgezeichnet, dann möchte ich dir dieses Fahrrad als Starthilfe geben. Einfach so ein Fahrrad. Danke. Sehr praktisch. Sehr freundlich. Sehr aufmerksam. Die Regeln für die Schnitzeljagd sind mehr als einfach. Man könnte sogar sagen, sie sind halbfach. Du musst dich lediglich an bestimmte Orte begeben und den jeweiligen Clown dort ansprechen. Ob du letztlich teilnehmen möchtest oder nicht, liegt ganz allein bei dir. Die Orte, die du ansteuern sollst, sind das Medaillenamt, das automatische Passantenumfragekomitee und zu guter Letzt die Kamp AG. Okay, dann wollen wir dein brandneues Fahrrad gleich mal einweihen. Ah, okay. Gut, das kann ich eigentlich gleich, nein, das wollte ich nicht. Moment, halt mal zurück. So, das ist ja ganz toll, man kann hier mehr, Basis-Items auf Select legen. Moment. Zack. So, schauen wir mal, ob das funktioniert. Jetzt kann ich, jawohl, zwischen Karte und Fahrrad wechseln. Was denn? Stimmt. Das hätte ich eigentlich die ganze Zeit auch schon machen können. Stratos City, die gewaltigen Wolkenkratzer dieser Großstadt ragen hoch in die Luft. Und da sehen wir auch alles, was wir dort finden können. MS Einer Royal, Namen bewertet. Stimmt, das war auch hier. Alles klar. Alles klar. Ob ich eigentlich die Stadt verlassen kann? Ich würde mir nämlich gerne ein Pokémon fangen, was man hier in der Nähe finden kann. Aber obwohl, Nähe ist vielleicht ist übertrieben. Lieber die Attacken oder die Items eines Pokémon ändern? Das ist hier die Frage. Und ich dachte, es wäre sein oder nicht sein. Wie war Stratos City wohl, bevor es zu jener strahlenden Metropole wurde? Ein kleines Städtchen, kleine Häuser, was weiß ich. Oh. Wer steht denn da? Ich glaube, das ist die, wo das Lagerungssystem gemacht hat, oder? Oh, du willst dein Pokémon-Team wieder fit machen? Tut mir leid, ich wollte dir nicht im Weg stehen. Kennst du schon das Geonet? Ach nee, das ist eine von denen. Wahrscheinlich wie das... Ich sag einfach mal nein. Ich bin mir unsicher. Siehst du den Globus im ersten Stock des Pokémon-Centers? Das ist das Geonet. Ich dachte, das wäre ein Globus. Dort kannst du deinen Wohnort registrieren lassen. Ah so, und dann wird Leuten angezeigt, wenn ich mit ihnen übers Internet dann kämpfe oder tausche, woher ich bin. So. Habe ich wieder mal ein paar Medaillen verdient? Vielleicht, weil ich den zweiten Orden bekommen habe. Schauen wir mal. So. Haben wir was Neues? Ich weiß seine Stimme nicht mehr. Dann bist du endlich, Jovo. Du lässt nicht zusammenbrennen, was? Hier hast du eine neue Medaille. Jovo hält die Medaille Spaziergang. Und hier hast du gleich noch eine. Hier, nimm. Also, weil ich so und so viel gelaufen bin. Jovo hält die Medaille Pokémon Center Fan. Und hier hast du gleich noch eine. Ach, hier, nimm. Medaille in den Überfluss. Aufkeimende Hoffnung. Nochmal eine. Ach, je. Die kann ich doch gar nicht alle in meine Tasche packen.
von Sachen. Ich war zu schnell. Hier hast du gleich noch eine. Neuer Actionheld. Ah ja. Shovo. Es wäre toll, wenn du noch mehr Medaillen sammeln könntest. Hier, nimm diese Tippmedaillen. Und ich habe leider keine weiteren Tippmedaillen für dich. Versuche die Anzahl der Medaillen. Okay. Nein, okay. Wirklich, also bei manchen Charakteren kann ich mir die Stimmen besser merken als bei dem zum Beispiel. Dein liebstes Pokémon ist das Wort Tränen, habe ich recht? Ich mag's, ja. Ich hatte recht, habe ich mir doch gedacht. Du bist in Ordnung, oder? Oh doch, mein Freund, oh doch. Vivien ist nach Stratos City gezogen. Sie ist eine Wissenschaftlerin, deren Forschung sich um Pokémon dreht. Ach stimmt, die, wo die Pokémon-Träume untersucht hat. Ah ja. Jo. Erstmal wieder ein großer Ort, wieder viele Leute zum Bereden. Ich bin ein kämpferischer Angestellter, der nie aufgibt. Den steter Tropfen holt den Stein. Das heißt, auch wenn es länger dauert, du setzt dich für eine Sache ein. Das ist loblich. In diese Richtung, Stratos City, Uferseite, Pier des Luxusschiffes. Naja, warte mal. Warum sehen sich denn alle so ähnlich? Heute bin ich aber nur übermüdet. Hör auf, die vierte Wand wieder zu durchbrechen. Du hast recht. Viele sehen sich verdammt ähnlich. Führt ein Leben in Gesellschaft andere dazu, dass man seine Mitmenschen lieben lernt oder sich nur um sich selbst dreht? Ha, gute Frage. Weil man sagt ja so, in Berufen... Moment, ich rede erstmal mit den Leuten, bevor ich da rübergehe. Hört her, ich werde dir dieses Item diesem Trainer übergeben. Das war flink, danke. Das ist ein Punkt, in deinem Flinklaus bist du womöglich früher als dein Gegner an der Reihe, eine Attacke auszuführen. Praktisch. Es steht natürlich jedem frei, in der Schnitzeljagd durch Stratos City teilzunehmen. Mal sehen, wo du noch nicht warst. Beim Medaillenamt, beim automatischen Passantenumfragekomitee, bei der Kampf-AG. Drei Orte also. Dann seh dich hier mal weiter schön um. Weiterhin viel Spaß bei der Schnitzeljagd von Stratos City. Okay, ich darf nicht durchgehen. Ich will eine Untersuchung über die Stabilität der Himmelsfallbrücke durch. Das letzte Mal liegt schon einige Jahre zurück. Die Sache könnte also schon ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Ich bitte dich ja um etwas Geduld. Nein, bin ungeduldig. Die Himmelsfallbrücke hat eine lange Geschichte. Und auch lange Träger. Hast du schon mal das gesehen? Wow, wie cool. So, okay, ich darf, kann also erst später mein Pokémon holen, mein liebes Zubat aus der Höhle. Aus der Grund, wie hieß es? Grundwassersenker hieß es, glaube ich, oder? Richte deine Daumen auf und beide die anderen Finger zur Faust. Diese Geste wird Daumen hoch genannt und bedeutet so viel wie okay oder gut gemacht. Aber in der Tauchersprache heißt es auftauchen. Da muss man, darf man nicht vergessen. Wenn du deine Pokémon trainieren lassen willst, versuch dein Glück ruhig in der Kanalisation. Da dürfte es viele Trainer geben, die dasselbe tun. Ja, wenn ich bitte durch könnte, weil du lässt mich ja nicht durch. Ich weiß, hier in Stratos City kann man Evoli fangen. Das ist ja auch eines der Pokémon, was ich mir fangen will. Aber dafür muss ich durch die Kanalisation, das weiß ich. Daran kann ich mich noch gut erinnern. So, da haben wir das Schiff. Okay. Ich schaue mich nochmal überall rum. Weil, wie ihr gesehen habt, ich kann manchmal noch freie Items abstauben. Wieso laufe ich eigentlich? Wie wäre es, wenn ich fahre? Jupp. Alles klar. Die Kampf-AG ist auf der Suche nach Aufsichtspersonal. Trainer, die etwas auf sich halten, sind jederzeit willkommen. Ja, und dann wollen die natürlich gleich kämpfen. Also. Die Frauen und Pokémon ihrer hier sprühen gerade vor Leben. Einfach wunderbar. Nur die Frauen und Pokémon? Was ist mit den Männern? Die sind schon dahingerafft. Warte doch, ich will reden. Das Schicksal hält nicht nur einen einzigen Lebensweg für uns bereit. Es liegt an uns, sich für einen von vielen zu entscheiden. In diesem Sinne, hier, das ist für dich. Oh, Fatumknoten. Habe ich nie wirklich eingesetzt. Trägt ein Pokémon einen Fatumknoten bei sich und bekommt vom Gegner das Statusproblem Anziehung verpasst, wird der Angriff ebenfalls mit Anziehung belegt. Es wird ja dargestellt wie ein Wollknäuel, also... Oh, ich glaube, jetzt verstehe ich die Bedeutung. Man sagt ja irgendwie, wenn zwei sich lieben, dann ist es sozusagen der rote Faden des Schicksals, der uns verbindet. Oh, jetzt verstehe ich es erst richtig. Ich habe vor mir gedacht, warum ist es bitte ein Wollknäuel? Was hat es damit zu tun?
Wenn man müde ist, soll man ruhen. Alles andere schadet der Gesundheit. Dann schade ich meiner Gesundheit, weil ich bin die letzten Tage immer ziemlich spät ins Bett gegangen. Also meine Schlafroutine ist nie durcheinander. Mit der Konjunktur ist es wie mit den Jahreszeiten. Sie ist vergänglich. Was ist denn zum Konjunktur? Weiß ich nochmal. Soll ich nach einem harten Tag in sein weiches Bett zu kuscheln? Oder seine Pokémon dabei zuzusehen, wie es einen Volltreffer landet? Es sind die vielen kleinen Dinge, die mich im Leben rundum zufrieden machen. Stimmt, ich wollte ja sagen, in Berufen, wo man viel mit Menschen zu tun hat, genießt man die Zeit, die man für sich hat. Wenn man in einem Beruf eher mit weniger Menschen zu tun hat, dann sucht man die Nähe zu Menschen. Das ist halt so ein Ausgleich. Oh, der Freiheitsgarten. Vor sehr langer Zeit soll ein unermesslich reicher Mann dort das außergewöhnliche Pokémon Victini versteckt haben. Aha. Die Schergen von dem Blasma trachteten danach, Victinis Kraft zu missbrauchen, um selbst an Stärke zu gewinnen. Doch letztlich wurden sie Opfer ihrer eigenen Missetaten. Kann ich denn noch hinreisen? Nun, verglichen mit einem Luxusdampf ist dieses Boot ausgesprochen klein. Aber der Abenteuerlust bei der Erkundung der unendlich weiten offenen See tut dies keinen Abbruch. Möchtest du dem Freiheitsgarten einen Besuch abstatten? Warum nicht? Du kommst gerade noch rechtzeitig. Wir wollten nämlich soeben ablegen. Wer ist wir? Ich sehe nicht viele Leute. Die zwei, die stehen nur dort. Geh bitte schon mal an Bord. Wir fahren gleich los. Man konnte dort Victini fangen, das ist in der Tat korrekt, aber nur durch ein Event oder ein Action Replay, also einen Cheat. Den habe ich nicht aktiviert, nein. Ich komme ja auch ohne legendäre Pokémon zurecht. Was steht da? Vor gut 200 Jahren erwarb ein steinreicher Mann diese Insel. In der Hoffnung auf eine bessere Welt, in der Pokémon und Menschen in Freiheit leben können, gab er ihr den Namen Freiheitsgarten. Also so im Grunde die Pokémon-Welt-Version von der Freiheitsstatue. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, kriege ich einen spürbaren Energieschub. Ich spüre nichts. Ich spüre ein Kribbeln in der im linken Zeh. Aber das könnte auch nur ein Steinchen sein. Du, soll ich dir was verraten? Angeblich hat ein steinreicher Typ einst ein Pokémon zu seinem eigenen Schutz auf dieser Insel versteckt gehalten. Ja, wie oft würde mir noch das gleiche sagen, hä? Leuchtturm der Freiheit. Unbefugnis wird strengstens untersagt. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. Oh, anscheinend bin ich ein Befugter. Na, ist das nicht schön. Ja, und hier haben wir nämlich den Raum von Victini. Hier hätte man es gefunden, aber ist halt jetzt nichts. Nichts zu finden. Nichts zu finden, nein. Auch nichts im Mülleimer. Der Feuerwehr ist leer. Nichts zu finden. Naja, wahrscheinlich, weil hier Victini nicht mehr ist, darf hier einfach jeder rein. So, Bodyguard, was machst du hier? Das Triumph-Pokémon Victini. Ich frage mich, wessen Team es heutzutage mit seinen Griffen zum Sieg verhilft. Who knows? Who knows? I don't know. Landungssteg Nummer 2. Die Ausflugsdampfer legen von Landungssteg Nummer 1 ab. Und wer landet hier? Keine Ahnung. Was in diesem Pokémon wohl vorgegangen ist, als es allein in seinem Zimmer war? Was für ein trauriges Dasein es gefristet haben muss. Ja, hat sich wahrscheinlich gedacht, wo ist mein Nintendo? Pokémon führen die Befehle ihrer Trainers ohne groß zu fragen. Trotzdem nutzen manche Leute ihre Gutgläubigkeit aus, um sie für ihre dunklen Machenschaften zu missbrauchen. Das sind miese Schweinehunde. Die Anzahl der Touristen, die uns hier besuchen, ist neuerdings gesunken. Richtig öd ist es hier geworden. Aber auf Besuche vom Kaliber eines Teams Plasma kann ich auch getrost verzichten. Ja. Also besser weniger als solche Gäste, hä? Möchte ich zurück? Jawohl. Das war alles, was man hier finden konnte. Der frühere Ort, wo Victini war, und ja, das war's gewesen. Jo. Mach ich bei der Schnitzeljagd mit? Ich weiß noch nicht. Ich weiß ja nicht mal, was gewinne ich? Was kriege ich? Vielleicht sollte ich es so schon machen, aber ich rede erstmal mit den ganzen Leuten. Infos sammeln, wisst ihr. Pah! Hätte ich doch nur 5 Arena-Orden, dann könnte ich mir Hyperbälle kaufen. Dann musst du halt hier. Wenn du keine Hyperbälle hast, dann kauf dir vielleicht Superbälle. Die sind auch gut. Ich habe mehr als genug Tränke. Damit müsste ich gegen den Arena-Leiter auf jeden Fall gewinnen können. Naja, wenn deine Pokémon ganz besiegt werden, brüchst du auch Beleber. Ich glaube, niemand liebt seine Pokémon so sehr, wie ich meine liebe. Ich würde mir wünschen, dass das bei meinen Pokémon auch so ankommt. Na gut, natürlich kann niemand deine Pokémon mehr lieben als du. Ich liebe nämlich meine Pokémon. Hm?
Deine, die mag ich vielleicht, aber lieben kannst nur du sie. Ihr habt gedacht, ich werde beleidigt, hä? Nein, 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 das war nett gemeint. Mein Membrana ist ja so zauberhaft. Wenn ich total erschöpft nach Hause komme, muntert es mich wieder auf. Schlappe dich wahrscheinlich mit der Zunge ab. Nichts als gute Schwingungen. Aha, was Schall, wenn ausstößt. Oh, oh, guter Witz. Guter Witz. Alle Pokémon-Trainer haben eines gemeinsam. Sie wollen stärker werden. Zu diesem Zweck lässt man sich und seinen Pokémon entweder viel Zeit zum Spielen oder zum Arbeiten. Je nachdem. Gutes Mittendrin wäre eigentlich gut. Das ist das Medaillenamt, oder? Außer ist es ein goldener Pfannkuchen. Ein Pokémon, das du im Tasche erhalten hast, kannst du nicht umbenennen. Der Name spiegelt schließlich die Zuneigung des Originaltrainers wieder. Wie heißt dieses Pokémon? Scanner. Scanner. Oh, das ist ein cooler Name, in der Tat. Du bist der Namenbewerter, oder? Jawohl, du bist der Namenbewerter, aber nein, soweit gefallen mir die Namen, die ich meinen Pokémon gegeben habe. Hallöchen. Na, wie wär's mit einer erholsamen Massage für eines deiner Pokémon? Ja, bitte. Mal sehen. Soul. Denn Soul entwickelt sich auf hoher Freundschaftsstufe. Na fein, dann will ich gleich mal loslegen. Robidi, 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 Robidi. So, die Massage hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Das Pokémon hat jetzt ein wenig Zutrauen zu dir gefasst. Sollte welche. Sollte, wenn es möglich wäre, mehr fassen. Er sollte die Fassung bewahren. Ich bin Wahrsagerin und auf zwischenmenschliche Beziehungen spezialisiert. Es gibt auf der Welt eine ganze Menge Leute, die das CG nutzen, um herauszufinden, wie sie miteinander harmonieren. Aha. Also hier ist irgendwo ein Clown unterwegs. Hoffentlich kein Horror-Clown. Bläh. Ja. Oh, da haben wir schon die Typen. Hallöscher. Hab dich gefunden. Auf zu heiteren Schnitzeljagd durchstreert das City. Das Medaillenamt abgehakt. Die Schnitzeljagd macht auch am Medaillenamt halt. Auf die Schnitzel fertig los. Schnitzel, wo, wer, was? Schnitzel. Mit extra Pommes bitte. Also, um ehrlich zu sein, drücke ich dir insgeheim die Daumen, während ich deinen Fortschritt bewerte. Aber als Mitarbeiter des Medaillenamtes bin ich natürlich zu absoluter Objektivität verpflichtet. Ach, das ist das Medaillenamt. Stimmt ja. Das ist ja ein neuer Ort. Das gab's ja in Pokémon Weiß und Schwarz nicht. Möchtest du irgendwas bei mir erkundigen? Nein, danke. Dürfte ich wohl einen Blick in deine Medaillenbox werfen? Die Anzahl der von dir gesammelten Medaillen beläuft sich auf 6. Diesem spricht der Medaillenrang Neuling. Naja, viel ist das nun wirklich nicht. Abschließlich hast du ja auch gerade erst angefangen, nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? Ja klar, natürlich. Das hat nicht irgendwie damit zu tun, dass ich irgendwie faul bin. Nee, ich bin einfach nur neu. Ja, und hier haben wir Vivians Labor. Mit Ausrüstung und allem. Hallo schon. Huh, Trainer. Ich bin Vivian. Ich erforsche Pokémon-Trainer. Absolut unerlässlich für meine Forschung ist die Spielsynchro. Dann erkläre ich dir mal das System mit dem... Nein. Okay. Das brauchen wir nicht wirklich, weil ich werde es niemals nutzen. Tut mir leid. Ihr könnt... Okay, ich lasse mal so durchgehen. Ihr könnt lesen, ihr könnt anhalten. So. Das ist aber wirklich eine Sache, die ich nicht brauche. Bist du ein Trainer? Dann verwendest du doch sicher ab und an den PC im Pokémon Center. Ich verwalte die Boxen und mein Name ist Rubina. Ah, stimmt, Rubina war's. Oh, du hast ein Adressbuch. Mit den Nintendo Wi-Fi Connection. Ja, ganz ehrlich, auch wenn ich privat spiele, das interessiert mich nicht wirklich. Ich nutze eher diese Online-Sachen nur, um mir Pokémon zu ergattern, die ich auf normalen Wege nicht kriegen kann. Ich bin Vivians Assistentin. Willst du etwas über die Traumforschung wissen? Nein, danke. Gut, dann haben wir das jetzt auch mal gesehen. Ihr könnt mir jetzt nicht vorhalten. Ich zeige euch zu wenig. Jo, so passt ich's. Oh mein Gott. Das ganze Gerede von Schnitzel hat wieder den Hunger aus mir ausgelöst. Das schwächt den Hunger in mir. Oh. So, die Arena kann ich ja noch nicht rein. Okay, doki, loki. Gehen wir erstmal auf den großen Platz. Okay, wo hieß es? Bei diesem Komitee ist noch ein Clown und bei der Kampf-AG, genau. Ich hab's mir gemerkt. So. Lass mich dir mal einen kleinen Rat geben. Wenn du vorhast, stärker zu werden, dann solltest du gegen so viele Trainer wie möglich kämpfen. Es ist ganz wichtig, dass du lernst, deine Pokémon zu verstehen. In der Kontaktebene wurde eine neue Festival-Mission hinzugefügt. Trainiere mit dem Kampfsportlern. Wenn du ohne Unterlass weiterkämpfst, wirst du sicher eines Tages stärker werden.
Gut, wie Sie meinen, Sir. Wie Sie meinen. Ich gehe vielleicht auf Ihren Vorschlag ein. Yep. Ah ja, das war ja hier diese kleine Gasche. Ernsthaft? Aber hallo. Yeah. Yo, yo. Okay, Jovo. Gleich mal eine Fliege machen. Bevor... Buh! Der hat mich ernsthaft erschreckt. Ich hab ihn gesehen, aber er hat mich dann erschreckt. Du solltest sein Gesicht sehen. Dass ich dich erschreckt habe, tut mir leid. Hier, nimm dies als Entschuldigung. Ja, von der gleiche Kerl, der mich auch schon im ersten Teil erwischt, erschreckt hat. Setzt du die Attacke Blitz ein, wird die Genauigkeit der gegnerischen Attacke gemindert. Setzt es sich zweimal ein, so halbiert sich die Wahrscheinlichkeit, eine gegnerische Attacke zu erlangen. Da lautet mein Motto, mehr Licht, Kamera, Entschuldigung! Vielleicht hat er das... Kann ich das vielleicht Feedback beibringen? Wer weiß. Mal sehen. Ist eigentlich schon praktisch, wenn der die gegnerische Attacke nicht trifft. Oh, Tatsache, Feedback kann es erlernen. Was soll ich verlernen? Was soll ich verlernen? Das sind eigentlich alles gute Attacken. Fußkrieg macht ja keinen festen Schaden. Nee, dann lasse ich es lieber. Nicht erlernen? Ja. Nicht erlernt. Vielleicht einem anderen Pokémon. Irgendwann mal. So. So, ich glaube, der lässt noch ein bisschen Musik spielen, oder? Eine schöne Melodie verbreitet Frohsinn unter den Menschen. Spielt man hingegen ein trauriges Lied, sind sie betrübt. Das ist die Macht, die die Musik über uns hat. Genau, mit Du und Moll. Bei Moll tut man schmollen, bei Du tut man es enduren. Da tut man es aushalten, da ist man stark, da ist man bewusst. Sich bewusst sich selbst, was für eine Stärke man hat. Nach stressigen Arbeitstagen lasse ich hier gerne einfach mal die Seele baumeln. Nachdem ich diesen Gitarrenklingen gelauscht hatte, ging ich doch tatsächlich zurück zu meinem alten Zuhause. Meine Mutter weinte auch prompt vor Freude. Eine Mutter ist und bleibt eben immer eine Mutter. Ja, das weiß ich. Du bist zum ersten Mal in diesem Café, nicht wahr? Dann habe ich hier etwas für dich. Eine Kuhmumilch, danke, das ist doch was Tolles. Für dein Lieblings-Pokémon. Oh, kann ich das vielleicht aufteilen? Man kann sich seine Familie zwar nicht aussuchen, aber man kann daran arbeiten, wie man mit ihr umgeht. Ist natürlich leichter gesagt als getan. Echt, diese Lebensweisheiten, die sie hier teilen. Grandios! So, die Hälfte dieser Stadt habe ich jetzt wieder erkundet, meine Damen und Herren. Dann würde ich mal sagen, mache ich die andere Hälfte im nächsten Part. So weit ging es ja jetzt mit der anderen Tastatur, also mit der Tastatur, mit der Umstellung meiner Steuerung. Aber ich habe es irgendwie lieber, wenn ich bei sowas einen Controller in der Hand habe. Nun denn, wenn Ihnen diese Ausgabe von Pokémon Weiß 2 gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.